Juhu an alle! Mein Kanal ist jetzt 1 Jahr alt. Ich dachte, zu dem Jubiläum müsste ich eigentlich interviewt werden. Und wer wäre da besser geeignet als ich selbst? Also viel Spaß! PS, ich glaube, es lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Schön, dass Sie die Zeit genommen haben. Wie Sie wissen, habe ich sehr viel Einfluss und arbeite für ein renommiertes Unternehmen. Außerdem haben wir abzählbar unendlich viele Abonnenten und Kontakte zu reichen Sponsoren. Sie sehen daher ein, dass dies ein extrem seriöses und professionelles Interview ist. Also lassen wir dies genauso abhandeln. Haben Sie mich verstanden? Was? Ich habe Ihnen nicht zugehört. Können Sie das nochmal wiederholen? Lassen Sie uns einfach anfangen. Erste Frage: Wie sind Sie auf den Kanalnamen gekommen? Das war das erstbeste Ergebnis, was beim Kanalnamen Generator herausgekommen ist. Ja, okay. Ich bin ein ziemlich großer Fan von Command & Conquer 3, besonders von Tiberium Teil. Diesen habe ich durchgesuchtet und bald habe ich in meinem Freundeskreis alle ohne Probleme fertig gemacht. Daher habe ich den Spitznamen Tiberium Gott bekommen. Den wollte ich aber für meinen Kanal eher nicht nehmen, weil das eventuell falsch rüberkommen könnte. Und so wollte Tiberium Games draus. So. Interessant. Zweite Frage. Wie viele Abonnenten hat Ihr Kanal gerade? Mein Kanal aktuell um die 50 Abonnenten. Allerdings ist das nur die Zahl, die da angezeigt wird. Diese ist mir relativ egal, da ich sehr viele tote Abonnenten habe, welche mich nur abonniert haben, damit ich sie zurückabonniere. Was ich aber nicht mache. Seit etwa Dezember 2014 lösche ich diese Werbekommentare und muss mich deswegen nicht mehr aufregen, sondern finde meinen inneren Frieden damit. Deswegen wird es in nächster Zeit kein Abonnenten-Special geben, zumindest ist keins geplant. Aha. Dritte Frage. Was für Arten von Videos machen Sie denn? Neben seltenen Specials mache ich offensichtlich Let's Plays. Haben Sie sich eigentlich meinen Kanal angeschaut? Natürlich nicht. Oder glauben Sie, die ganzen englischen Netzwerke, die Sie anschreiben, haben nur einen einzigen Blick auf Ihren Kanal geworfen? Sehen Sie, vierte Frage, was für Projekte, Formate laufen hier aktuell? Aktuell läuft hier Tomb Raider Anniversary und außerdem startet bei CMC3 Tiberium was als Sonderprojekt parallel. Normalerweise gibt es aber immer nur ein Projekt. Okay, interessant. Und fünfte Frage. Was für Projekte, Formate sind denn bereits abgeschlossen? Gut, dass Sie fragen. Das erste Projekt war Kanes Rache, gefolgt von Pokémon Blue Kaizo. Anschließend kam Splinter Cell Conviction und danach Pokémon Feuerrot. Die letzten beiden Projekte wurden im Coup gespielt und waren Alarmstufe 3, die Alliierten-Kampagne, und 4-3. Das letzte kam allerdings scheinbar nicht so gut bei meinen Zuschauern an. Zu erwähnen ist noch, dass die Projekte immer auf den höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt werden, beziehungsweise bei Pokémon Projekten gibt's immer eine kleine Challenge. Alles andere wäre ja langweilig. Ja, natürlich. Verstehe. Sechste Frage. Was für abgebrochene Projekte, Formate gibt es denn?
Oh, bitte. Sowas gibt's auf meinem Kanal nicht. Eine unausgesprochene Regel ist, jedes Projekt wird zu Ende gebracht. Das klingt vernünftig. Siebte Frage. Was für Projekte, Formate sind denn zukünftig geplant? Auf meinem Kanal ist als nächstes geplant Pokémon Smaragd mit einer Evolution Challenge, die vom guten Nintuja vorgeschlagen wurde. Danach kommt Touch Life 2. Anschließend ist noch relativ offen, was kommt. Vermutlich wird eine Pokémon Schwarz 2 mit einer Randomizer Challenge kommen. Aber vielleicht wird auch ein alternatives Projekt vorgeschlagen. Ich hätte auch Lust, irgendwann 4-1 zu LP'en, weil ich das selber noch nicht gespielt habe. Hier weiß ich aber nicht genau, wie das bei meinen Zuschauern ankommt. Okay. Achte Frage. Mit was für ein Programm nimmst du auf, beziehungsweise schneidest deine Videos? Zum Aufnehmen nehme ich in OBS, den Open Broadcast Software. Dieser ist eigentlich zum Stream gedacht, bietet aber auch die Option, die Aufnahme zu speichern. Die Mikro- und Ingame-Lösche kann dabei unabhängig voneinander eingestellt werden. Und als Ergebnis erhalte ich eine MP4-Datei, in der die Sound und Video schon vereint ist und ich diese nicht mühevoll zusammenfügen muss. Manchmal nehme ich auch den Sound über Audio City auf, beziehungsweise nutze es, um nachträglich Sound in das Video einzufügen. Zum Schneiden nutze ich Beatmux. Große Effekte kann ich damit nicht machen, aber für einfache Dinge reicht es. Manchmal stickt er aber ein bisschen rum. Zum Kommentieren von Video- und Audio-Dateien nutze ich den VCM Media Player. Für Thumbnails und ähnliches habe ich GIMP. Die ganzen Programme sind übrigens kostenlos. Nur kostenlose Programme? Nicht schlecht. Neunte Frage. Wie ist deine Hardware-Ausstattung? Mein Headset ist das HC von Sharkzone. Die Webcam ist von Microsoft HD Lightcam 3000. Die kann natürlich auch Farbbilder. Ich habe diese Entdeckung noch rausgemacht, weil ich das cool finde. Mein Rechner hat ein AMD 4300 Quad-Core Prozessor mit 3,8 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher und eine AMD Radeon HD 7800 Grafikkarte. Alles klar. Zehnte Frage. Wie sieht dein Upload-Plan aus? Es gibt im Normalfall nur ein Projekt gleichzeitig, dieses kommt aber, soweit es möglich ist, täglich. Zwischen den Projekten ist meist eine kleine Pause. Die Folgen werden manuell von mir freigeschaltet, kurz wenn ich aufgestanden bin. Das führt meistens dazu, dass die Folgen zwischen 7 und 11 Uhr rauskommen. Okay, es gibt also immer nur ein Projekt. Elfte Frage. Seit wann bist du auf YouTube unterwegs und hast du noch andere Kanäle? Ich schaue jetzt seit 2-3 Jahren YouTube-Videos. Angefangen habe ich damals mit dem Feuerrot-LP von Sui Shumaru. Mein Kanal habe ich seit dem 6.3.2014. Das ist auch mein erster und ich bitte auch keinen weiteren. Wirklich? Ja! Nächste Frage, bitte. Okay. 12. Frage. Warum hast du angefangen auf YouTube? Auf YouTube habe ich damals angefangen, nachdem ich meine Bachelorarbeit fertig war und ich mir einen neuen Rechner gekauft hatte. Das Ganze basiert auf einer scherzhaften Aussage eines Freundes, der, nachdem ich ständig kommentiert habe, was bei Pokémon Blue Kaiser, weil ich zu diesem Zeitpunkt gespielt habe, passiert, meinte, ich sollte doch Let's Player werden. 13. Frage. Wissen die Leute in deinem privaten Umfeld von deinem YouTube-Kanal? Sagen wir es mal so. Es ist kein Geheimnis. Meine Freunde wissen es. Meine Eltern auch. Die können damit aber nicht so viel anfangen. Und da ich nicht bei meinen Eltern wohne, merken die davon auch nichts. 14. Frage. Wie ist dein aktueller Berufsstand? Ich bin offensichtlich Student. Alles klar. Letzte Frage.
Wie denkst du, wird sich dein Kanal zukünftig entwickeln? Also laut Social Blade habe ich am 12.09.2018 300 Abonnenten. Werden sehen, ob das stimmt und wie davon mein Kanal wegen dem Video abonniert haben. Ich drück die Daumen und bin dann mal gespannt. So, eigentlich wären wir jetzt fertig. Eine Frage aber hätte ich dann noch. Was wäre, wenn du ein Star auf YouTube wärst? Nur das erste, was dann wäre, bin keiner Woche. Like a star. 1 Million Abos. Like a star. Extrem famous. Like a star. Suche ein Netzwerk. Like a star. Vertrag nicht lesen. Like a star. YouTube Money. Like a star. Viele Fangirls. Like a star. Ich will mal brechen. Like a star. Zieh nach Köln, Like a Berlin. star. Eigene Villa. Like a star. Ghost Promotion. Like a star. Kenn viele YouTuber. Like a star. Falsche Freunde. Like a star. Ab ein Treffen. Like a star. Deeskalieren. Like a star. Product Placement. Like a star. Heb extrem ab. Like a star. Auf Erfolg ausruhen, machen eigenen like Song, the Lonely Island like Beat, Condon Strike, like a star. Hab keine Lust mehr, like a star. Will austreten, like a star. Vertrag der Jahre, like a star. Offen Skandale, like a star. Keine Videos mehr, like a star. Bin verzweifelt, like a star. Kaum noch Freunde, like a star. Tauche unter, like a star. Lösche mein Kanal, like a star. Such normalen Job, like a star. Und bin weg. Like a star. Gut, dass das nur eine hypothetische Frage war. Like a star, 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 like a star. Willkommen auf der Endcard! Okay, das ist nur mein Kanalbild, aber dazu kommen wir gleich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war wirklich mehr Aufwand, als es vielleicht aussieht. Daher würde ich mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wie ihr es fandet. Wenn ihr euch nicht traut, was zu schreiben, könnt ihr auch gerne die Daumen rauf, runter Bewertungsfunktion nutzen. Jetzt noch was zum Titelbild. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, repräsentiert dieses Symbol ein Projekt. Ich habe die euch hier mal verlinkt. Findet ihr das Ganze eine gute Idee, sagt ihr euch, das wird irgendwann zu voll. Eure Meinung dazu würde mich wirklich interessieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und denkt dran, Kane lebt.